Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part mit Groot, Bambart, Spriggan. Ein neuer Beastmasters Ding, Charakter. Und mit diesem Summon-Spriggan vom Druiden Skebam, genau. Da habe ich mal auf 10 gemacht, damit ich einen Punkt, also Summon Spriggan hatte. Und ja, er ist eigentlich ziemlich gut. Ich hätte jetzt gedacht, es sei eher so ein Minion, der heilt und ja, so ein bisschen debufft oder verlangsamt. Aber nein, es ist auch ein Schadensminion. Und ich habe es mir einfach mal ein bisschen ausgedacht. Ich habe jetzt noch keinen Bild gefunden von dem Guide oder so. Ja, und hier kann man leider nicht so viel skillen, weil all die Aspekte sind für den Nahkampf oder im Nahkampf ausführbar. Und das ist nicht so dolle, aber das führt dazu, dass wir einfach viel mehr defensiv skillen können. Wir können viele Punkte in Druiden setzen, vielleicht auch in Schamanen. Es ist vor allem ja ein Bild, der ja extrem stark eigentlich ist. Nicht gedacht, aber ja, ziemlich toll. Also, das Minion rotzt einfach alles weg. tut mir leid, ich bin momentan ein bisschen krank. Deshalb habe ich jetzt gerade nicht so viele Parts aufnehmen können. Ja, ich habe einfach ja, wieder Wetter. Diese Windkrankheit sozusagen, also Erkältung oder was man einfach bekommt, also manche bekommen, wenn es windet. Und das ist ein bisschen doof, aber ja, ich habe jetzt einfach nicht so viel Kraft und Ausdauer gehabt, jetzt immer die ganze Zeit zu spielen. Das ist jetzt wirklich, ja, mein übernächster Bild sozusagen. Ich probiere ja immer noch gerne ein bisschen aus. Was brauche ich denn? Was will ich denn spielen jetzt gerade und so weiter? Das ist meistens so, dass wirklich manche Builds bei mir gar nicht gehen ab und zu. Mir einfach, ja, gesundheitstechnisch jetzt gerade nicht so gut klappen. Ich einfach unkonzentriert bin und dann viele Builds nicht spielen will. Oder einfach manchmal auch nicht so viel machen will. Deshalb bin ich immer so ein bisschen auf der Suche nach einem OP-Bild, beziehungsweise einfach ja, gemütlicheren Bild, weil ich ja nicht so viel grinden möchte. Und der Bild, der hat es in sich. Ich kann gerne ein bisschen die Skillung zeigen. Ist aber eigentlich selbstredend. Ihr müsst da auf physischen Schaden gehen für das Minion. Auf entweder Bluten oder Gift. Oder beides, dass das Minion noch mehr Schaden macht. Und alles andere zeige ich jetzt kurz noch. Also, schauen wir mal den passiven Tree an. Hier habe ich vor allem eben Attunement genommen. Und Will war ja eins. Und, das ist der Druide, okay. Der Druide hat eben Attunement und Fail Warrior und einen Punkt in Blutklaus. Damit ich hier Summon Spriggan ausgewählt habe. Das ist der Primarist. Da habe ich natürlich auch Attunement, also Natural Attunement. Dann Primal Medizin, die Hälfte. Und auch die Hälfte Ancient Call. Genau, noch der Punkt. Spell Damage für das Minion, klar. Voll machen. Dann beim Beastmaster habe ich einfach das Mitte, Dodge Rotting und Cooldown. Also Revive Range, genau die Reichweite. Und natürlich, ja, wie sagt man so, Solo Minion genommen. Mehr, viel mehr Schaden, ist ja klar. Hier kann ich beide Seiten nicht machen. Mache ich also noch auf Stärke und Leben. Und hier einfach die mittlere nehmen. Und ja, Vitalität nehmen, Arc Wings nehmen, natürlich wegen Glancing Blow, Dodge Rotting. Ah, das ist Glancing Blow und das ist Dodge Rotting.
Dann natürlich da ja, Natural Spawned. Und ja, eventuell auf Crit Chance gehen. Ja, Crit Chance auch noch nehmen. Ja, das ist Melee und das ist Buff Duration. Könnten wir auch noch nehmen. Und dann beim Druiden natürlich noch ja, Spell Physical Damage. Healing. Ja. Gibt's recht wenig. Dann hier Attunement. Minion Damage, genau. Ja, hier Attack Speed und so. Ja, okay, ist nur für uns. Attunement. Stun Chance. Ja, ist recht wenig zu skillen auf dem ersten Blick. Aber wir müssen ja auch auf Level 100 ausgeskillt sein und nicht irgendwie zu wenig geskillt haben. Ja, werden wir dann sehen. Aber vor allem geht es um den Baum. Nur kurz schauen, den Baum anschauen. Einfach hier runter skillen. Entweder hier oder hier nehmen oder beides nehmen. Und dann am besten auch hier runter, damit ihr noch ein bisschen mehr erhöhte Schaden bekommt. Oder hier bei Health Protections. Und hier links oben, das ist einfach nichts. Diese kleinen, wie sagt man schön, Lianen, die treffen kaum Gegner. Die Gegner sind zu schnell down momentan noch. Ja, sie treffen einfach zu wenig, um es effizient zu machen. Naja, aber es geht ja um diesen Bracket Damage, also er greift so extremst schnell an, mit hohem Schaden und ja, wird dann sicher auch noch schneller, ich weiß jetzt nicht wie schnell er noch wird, aber er killt halt alles sehr schnell und das ist das Wichtigste. Und so den AOE-Schaden machen mit dem Totem und mit dem Eisdornen-Spell. Ja. Also er ist schneller als die meisten anderen Builds, obwohl er eigentlich relativ wenig schnell aussieht. Weil er eben sehr viel Schaden macht. Aber wenn ihr immer so viel beschwört, dann macht er natürlich nicht so viel Schaden. Romancer. Und das ist wichtig, ihr müsst halt Schaden machen in diesem Spiel. Ob jetzt wirklich High-End-Tier ist oder sogar OP, Massen-OP, weiß ich nicht. Müssen wir anschauen. Aber er macht vor allem viel mehr Spaß. Über Geschosse rumfliegen. Einfach sehr safe ist und ja, einfach Spaß macht natürlich vom Spielstil. Ja, sehr bequem ist natürlich. Ich muss nur zwei Knöpfe drücken. Also eigentlich muss ich nur rechte Maustaste drücken. Aber ich will ja den Totem auch noch setzen. Nur der wird dann bald wahrscheinlich selber erscheinen mit Eisdorn, also den müsste ich gar nicht mehr dann treffen. Ich muss dann aber bald irgendwann mal noch die Heal Aura anmachen vom Spriggan, also einen Knopf drücken, da die Heal Aura. Die ist mega groß und er wird eventuell auch sehr stark. Ja, sollte es ein bisschen zum Ausprobieren, ich weiß jetzt noch nicht genau, ob es sich wirklich lohnt auf Heal Aura zu gehen. Weil ich heile mich ja selber auch sehr schnell mit dem Lebensregenerieren. Ja. Mehr Spell Damage natürlich, noch stärker machen. Das Minion. Oh, schön. Ja. Oh, danke, dass du wieder an bist. Bixby.
Ich weiß nicht. Galaxy wird irgendwie schlechter. Die bauen immer wie mehr Schrott ein, genauso wie in Windows 10. Immer wie mehr Schrott einbauen, das nervt. Immer alles muss nerven bei denen. Ja, oder Google Chrome, genau. Alles muss nerven. Wieso hat Google so viel Erfolg mit diesem Schrott? Ah. Wenn man irgendwie mal einen Timer anschauen will, kommt dieses Bixen die ganze Zeit. Ja, ich muss doch irgendwie etwas dir mitteilen, ja. Man kann es nicht ausstellen. Also, ich habe alles deaktiviert von Pixabay trotzdem. Ich muss das irgendwie deinstallieren. Ich brauche es nicht. Wer braucht das schon? Genau, Schamane. Könnten wir dann auch mal noch scannen wegen Attunement. Aber ich muss jetzt nach oben kommen hier. Ja, ein Punkt in Strange, damit wir hier Call of the Pack haben. So. Ja, echt der schlimmste Juni, den ich hier hatte. Ich konnte nicht viel Fußball spielen. Hat immer gewindet oder geregnet oder zu heiß, zu schwül gewesen. Ah. Ja, und da kommt ja Corona wieder zurück, weil sich die Menschen nicht benehmen können. Wieder überall sprayen müssen. Hm. Gamer sind am sichersten. Hocken zu Hause, alleine, vor der Lotze, vor der PC. Ja. Aber immer wenn ich rausgehe, habe ich so ein bisschen... Ja. Das kümmert mich ein bisschen. Ich bin nicht viel draußen, also nicht viel in der Stadt oder so. Ich bin eher in der Wildnis. Und dann bin ich immer so ein bisschen mulmig. Ein mulmiges Gefühl. Weil alle Menschen könnten mich anstecken. Das ist sicher so schnell machen, oder? Man kann so schnell jemanden anstecken oder irgendwo angesteckt werden. Boah. Ja. Deshalb gehe ich auch bald ein bisschen weg von hier, wahrscheinlich in einer Wege oder so. Hauptsache, ich muss nicht so viel machen. Und ja, dann kann ich vielleicht mehr aufnehmen und livestreamen. Aber es ist halt schlimm, wenn man Katzen hat, Menschen, die immer heiß haben, einen Durchzug hat, immer krank wird. Es ist schlimm. Hey, hat man ja selber gar nicht so heiß. Man hat dann einfach immer wieder Probleme, die man dann als, ja, mit dem Reden, mit dem Aufnehmen, mit dem Livestream dann nicht mehr so, ja, einfach ein Handicap hat. Und fühlt sich dann halt immer wieder nicht so gut. Auch ständig in der Wohnung immer wieder diesen Wind zu haben. Diese Wiese, ja, ist schon Wind. Das Extremste. Das nervt mich zu viel. Ja. Dabei möchte ich einfach den ganzen Tag nur gehen. 24 Stunden Streams machen. Genießen. Und, ja. Einfach alles ein bisschen wegdenken. Aber eben, ich muss gesund sein, ich muss mich gesund ernähren, ich muss viel Sport machen. Das geht es halt nicht. Es ist immer, wie viel brauchst du, wie viel kannst du machen, wie fühlst du dich überhaupt? Oder? Wenn ich dieses Handicap nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich schon viel ein besserer Streamer sein. Aber man hat einfach Handicaps. Als kranker Mensch, als ja, besonderer Mensch. Und da kann man leider nichts machen.
es gibt zu wenige fürsorgliche Menschen. Die meisten, ja, oh, da schaut jemand ganz viel. Und ja, da dem gehe ich nach. Aber vergessen ganz, dass vielleicht kleinere Livestreamer und Let's Player auch ein bisschen Hilfe bräuchten. Sogar mehr Hilfe bräuchten. Das ist so immer die Sache, ja, willst du überhaupt noch machen? Ja, willst du das? Egal wie viel Erfolg du hast, willst du es immer weitermachen. Aber, ja, ist halt nicht so. Das Tolle. Und deshalb macht man auch nicht so viel. Also beziehungsweise man hat nicht so viel Zeit, kann nicht so viel machen. Sieht, oh, ja. Zuschauer wollen ja nicht unbedingt so zuschauen. Okay, dann mache ich einfach weniger. Aber man muss halt die Zeit finden. Ich tue mir jetzt so viel Zeit wie möglich geben. Ist ja klar. Es sind ein bisschen die Gegner nervig für diesen Bild. Okay. Vorher mit den Wölfen war es besser. Ich habe ja diesen Not schon genommen. Ich muss ja den Not schon nehmen. Sonst macht das Picken nicht so viel Schaden. Aber er ist trotzdem schnell, nur ist ein bisschen gefährlich. Also, ja, ich muss halt jetzt tanken, beziehungsweise die Totems besser platzieren, dass die Totems mehr tanken können. Ja. Aua. Ah ja. Das geht jetzt nicht schnell. So, jetzt. Ja, Leben. Dankeschön. Also. Jetzt kommt der. Der könnte ein bisschen schwer sein. Beziehungsweise leicht, weil wir viel Schaden machen. Ja, und viel Aue, also kleinen auch kaputt gehen. Okay, er war leicht. Sehr gut. Ja, und dann kommt ja noch das Game entwickeln. Ich hoffe, das wird gut. Wir haben Leute, die mithelfen. Aber es ist halt Roblox. Na gut. Es gibt viele untalentierte Entwickler, Einmann-Entwickler, die wirklich jetzt nicht so große Games machen können, aber wir versuchen ein großes, vollwertiges Game zu machen und schauen mal, wie es so läuft. Auf jeden Fall werde ich natürlich viel zeigen vom Mappen, ich bin der Mapper und der NPC-Ersteller und so, werde ich viel livestreamen. Und eventuell ja, wird's was, weil die Ideen sind natürlich extrem zahlreich da. Also, ich will viel eigentlich so ein bisschen Last Epoch-artig machen, aber vor allem einfach viel Neues bringen dazu. Also, ich werde nie etwas 1:1 kopieren, das ist klar. Aber den Touch-Shots von Last Epoch. Also das Aussehen ein bisschen. Ja, die Skillung eventuell ein bisschen. Aber alles ein bisschen angekratzt, ein bisschen verbessert sogar noch. Ja. So, dass es noch optimaler ist. Ich hoffe es jedenfalls. Es ist gut umsetzbar. Also wenn es gut umsetzbar ist, dann kommt es natürlich rein. Wenn es nicht so gut umsetzbar ist, dann braucht es einfach einige Zeit natürlich. Und ja, im Discord-Forum von mir, der Link ist in der Videobeschreibung, habt ihr so ein paar Informationen. Könnt ihr Ideen einschicken, könnt Kritik sagen, könnt Previews und so anschauen und so weiter.
stimmt, Roblox ist ja leicht zu installieren. So, endlich Armor Shred. Es fragt sich einfach, ob es irgendwie gut ja, wirkt, oder? Es tut ja ein Gegner Armor shredden, also profitiert auch das Briggen davon, wenn ich jetzt hier mit dem Totem angreife. Ja. Noch nicht so sichtbar, aber wirkt sicher. So, jetzt kommt diese Szene, wo ich das letzte Mal gestorben bin. Dann wird also ein Schamane auf Nahkampf. Und ja, Damage ist hoch, Defensiv ist sehr hoch. Naja, nicht ganz sehr hoch, aber zumindest nicht sterbbar. Nur, ja, es hat viele Probleme. Vor allem mit dem Attack Speed. Und deshalb habe ich den Beat, ja, jetzt nicht weitergemacht. Und nicht zeigen. Okay, ich zeige ihn schon. Aber noch nicht jetzt, wo ich noch nicht so gute Items habe. Ja, es hat diesen Torhammer, also diesen Blitzhammer, der einfach zu langsam ist. Viel zu langsam. Macht sehr viel Schaden, hat sehr gute Defensive gegen Blitz. Und ja, sieht cool aus. Das größte Problem ist einfach der Nahkampf schon wieder. Ah. Nahkampf ist einfach nicht balanciert. Man bekommt immer zu viel Schaden. Über. Ah ja. Das nervt. So. Jetzt haben wir High Stones per Hit. High Stones löst High Stones aus. Yeah. Nur noch bemerke ich nichts. Ist es verbuggt? Kann es sein, dass es verbuggt ist? Sehr viel ist leider verbuggt. Viele Proc-Effekte funktionieren nicht. Zum Beispiel beim Druiden. Tremor. Genau, Tremor heißt es. Wirkt irgendwie nicht, also optisch nicht. Na gut. Entwickler, mach doch mal was. Ja, ein Slot. Hm. Ja. Ja, Fury Leap hat leider nicht so tolle Sachen. Ja, wirkt nicht aufs Briggen. Ja. Ist natürlich toll. Ja. Kann einfach gar nichts. Gut. Mache ich auf die zwei Sachen. Ich weiß, ich finde diesen Entangling Roots einfach nicht gut. Er sollte eigentlich mega gut sein. Aber ja. Genau, das ist das, was ich wollte. Hier unten.
Okay. Dann machen wir das. Ja, gut. Aber ich muss natürlich irgendwie umdenken. Wo ist es? So. Ja, die Wegdauer ist auch noch ein bisschen zu wenig lange. Aber ziemlich gut. Cast Speed ist voll mächtig. So. Ja. Okay, Leck des Todes. Ich habe doch erst gerade umgestellt wieder. Irgendwie ist der Cast Speed jetzt nicht gewachsen. Doch jetzt ist der Cast Speed. Okay, sehr gut. Nicht da. Da platzieren. Hallo, da platzieren. So. Also überall platzieren. Die Mana-Kosten noch ein bisschen runtersetzen. Okay. Heftigste OP. Ich mach mehr Cast Speed noch. Ja, sicher. Ah, ist ein bisschen schwer zum kontrollieren. Aber irgendwie funny. Ganze Minion heilen. Oh Gott. Genau, das war auch ein Grund, wieso ich den Bait jetzt probiere. Oh. Das ist nicht normal. Wieso hat niemand ein Bild darüber gemacht? Wahrscheinlich weiß doch niemand weiß, wie crazy das ist. Also ich habe noch keinen gefunden. Ein pur Spriggan-Bild habe ich noch nicht gefunden. Ich habe einen Spriggan Summoner gefunden. Also, ja, wer Spriggan-Bild gefunden, aber ein Spriggan-Solo-Bild habe ich noch nicht gefunden. Ja, wer braucht schon so viele Minions, wenn er einen Minion hat, der alles kaputt macht? Genau. So, dann ist der Part leider vorüber. Nächster Part kommt dann morgen. Dankeschön fürs Schauen und bis dann. Tschüss.